sehr. Zuerst die Spannung. Jetzt habe ich, jetzt habe ich 6000 Volt Gleichspannung. Die Pumpe rasch abstellen. 6000 Volt Gleichspannung gehabt. Jetzt ist das Atex bereits etwas weiter gediehen. Ich mache da rasch wieder Luft hinein. So. Also jetzt, wie genau, sind 10 hier 6,5 kV Gleichspannung. Also wenn ich da oben jetzt anfassen würde, dann könnte ich auch melden. Also hier ist effektiv jetzt relativ heikel, hohe Spannung, aber nach normalem Luftdruck praktisch. Wenn ich jetzt gleichzeitig hier die Pumpe anstelle, dann sehe ich ja kurz Zeichen, das anfängt zu blitzen. So. Und dann entstehen zwei Bereiche, links ein violetter Bereich und rechts so ein großer roter Bereich. Jetzt kann man eine Zeit so lamellenartig aufsplittert. Was Sie jetzt sehen, sind eigentlich immer Zonen, wo die Elektronen, die da beschleunigt werden, jeweils gerade genug Energie aufnehmen, dass sie wieder eine neue Löschschleunigung machen können. Das sind also quasi Beschleunigungsstrecken der Elektronen hier im Innern. Da jetzt stoppt an die Pumpe, sieht man auch, wie dicht das Ganze ist, offenbar nicht ganz dicht, da ist sofort Luft dazugekommen. Der linke Bereich, den Sie gesehen haben, der wird auch benutzt bei Glimmlampen. Normale Glimmlampen, wie Sie sie auch da so bei Kontrollleuchten manchmal haben. Und der rechte Bereich, den Sie gesehen haben, das ist der Bereich, der auch hier bei den Leuchtstoffröhren benutzt wird. Ich kann jetzt dieses Experiment, das Sie jetzt gesehen haben, noch etwas erweitern. Und da kommen wir eigentlich zum Laser. Also zwei, drei Stufen dazwischen, aber ich zeige jetzt mal einen Laser, wie der im Inneren aussieht. Und ich muss mal probieren, ob es läuft, der ist schon relativ alt. Auch da ist auch so Glasröhren drin, wenn es ein Glaslaser ist. Und diese Glasröhren werden auch zum Leuchten gebracht, also das Gas im Inneren. Dann braucht, wie gesagt, noch zwei, drei Tricks, dass es wirklich funktioniert. Man braucht dann Spiegel, links und rechts. So. Das ist das Innere eines solchen Gaslasers. Wir sehen da, auf der Seite rechts, sehen wir nachher die Stelle, die der Stelle da oben entspricht. Dort wird dann eine Glühemission stattfinden, dort entsteht dann die erste Lichterscheinung. Und dann, wenn der Laser nochmal läuft, dann wird hier im oberen Bereich auf dieser horizontalen Strecke sehr, sehr hell leuchten. Und die zweite Elektrode, die sie auch braucht, ist dann hier auf der Seite, das kleine Metallteil, das wir sehen. Ich starte ihn mal, ich hoffe, er läuft aber wirklich. Wie gesagt, das ist nicht so besonders neu. Jetzt kommt dann die Glühemission, es läuft bereits ein wenig nach der rechten Seite und jetzt ist es tatsächlich gelungen. Dieses helle Leuchten, wenn ich ein bisschen zurückgehe mit der Empfindlichkeit, sieht man, dass die Hauptintensität wirklich da oben ist, an dieser horizontalen Strecke. Da wird die Laserstrahlung erzeugt. Wenn Sie jetzt da auf der linken Seite schauen, wo das Laserlicht eigentlich rauskommt, macht da mal die Hand hin, dann sieht man, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil vom Licht, das wirklich herausgebracht wird. Der Hauptteil vom Licht muss im Inneren bleiben, damit der Laserprozess aufrechterhalten bleibt. Also etwa 2% kommen raus, der Rest bleibt drin, sonst geht das ganze Laser dann wieder verloren. Nun, die kleinen Laser, die Sie da haben in Ihren anderen Devices, die sind natürlich nicht so aufgebaut. Das ist ein Gaslaser, das ist so der erste einigermaßen bezahlbare Lasertyp gewesen, den man in Labors verwendet hat. Heute hat man in jedem elektronischen Device Lasers drin, wenn Sie an die CD-Player denken oder an die Beat von die Lichter. Das sind aber nicht Gaslaser, das sind Laserdioden. Jetzt haben wir gesehen, Licht, wie man es erzeugen kann, also auf etwas exotische Art, mit dem Laser oder mit der Leuchtstoffröhre. Normalerweise macht man Licht mit Flammen oder mit einer Glühlampe vielleicht früher, jetzt macht man sie auch nicht mehr, oder mit Leuchtdioden. Es gibt aber auch Bereiche vom elektromagnetischen Spektrum, die man nicht sehen kann, wo unser Auge einfach nicht darauf empfindlich ist. Und ein solcher Bereich ist die Wärmestrahlung, die Infrarotstrahlung.
Ein anderer Bereich wäre die UV-Strahlung, die, um der man einfach braun wird, aber die man auch nicht sieht. Ich habe hier eine Infrarotkamera mitgebracht, um Ihnen mal zu zeigen, was man eigentlich sehen würde, wenn unsere Augen Infrarot sehen könnten. Oder jetzt sind Sie, ich sehe Sie jetzt, weil Sie ja vom Licht angeleuchtet werden. Sie sind beleuchtet und was reflektiert wird, sehe ich. Sie leuchten nicht selbst, also optisch. Aber wenn man jetzt die Wärmestrahlung anschaut, Sie haben eine gewisse Körpertemperatur, das heißt, Sie strahlen einen Teil von dieser Infrarotstrahlung ab. Das heißt, mit so einer Kamera sieht man auch, dass Sie trotzdem in einem Bereich, den man nicht sieht, selbst eben auch leuchten oder Energie abgeben. Ich muss kurz die Stöpsel jetzt umstecken, dass das funktioniert. Temperatur, aber die Tasse selbst ist warm, ich da mit der Hand reingehe. Die haben einigermaßen Kühl, dann sehen Sie, die Wärme in den Finger abgegeben wird. Da kann man sehen, wie der Finger sich langsam wieder abkühlt. Man kann auch das Blutung zum Beispiel sehen, da indirekt über die Oberflächentemperatur. Oder man kann zum Beispiel auch radieren auf dem Tisch. Sie wissen ja, Reibungswärme, das haben Sie sich schon gehört, nie so richtig geglaubt vielleicht. Jetzt sieht man, dass es wirklich stimmt, das wird warm. Da sehen Sie Wärmespuren, die auch langsam auf der Seite weggehen. Die Radierung selbst wird auch warm vorne, was gerieben hat, diese helle Stelle. Oder man sagt manchmal, wenn das auf den Boden fällt, ist die Energie weg, aber sie ist in Wärme umgewandelt worden. Dass das wirklich so ist, kann ich hier auch zeigen. Ich nehme da so einen Glotz, einen Kunststoffglotz und haue ihn mal auf den Tisch. Jetzt genau schauen, dann sehen Sie so helle Spuren auf dem Tisch. Und auch diese Ecke wird dann warm. Das ist die Wärme, die da entsteht, die höhere Temperatur, die entsteht durch das Schlagen. Ein anderes lustiges Beispiel kann ich Ihnen hier zeigen. Ich leuchte mal jetzt diese Wand an.
Wenn ich da ein bisschen scharf wäre und auch die Helligkeit suche, dann sehen Sie, dass Sie als Spiegelbild in der Wand sichtbar sind. Sind Sie, was Leute, jetzt da diese Wand an, das sind Sie, was man sieht. Das heißt, offenbar ist eine ganz normale Holzwand, wenn sie vielleicht einen gewissen Lack noch hat, für Infrarot, die spiegelt. Und was Sie optisch als Spiegel sehen, ist eventuell im Infrarotbereich kein Spiegel und umgekehrt. Ein anderes lustiges Beispiel, gehe mal auf mein Gesicht. Sehen Sie, die Brille ist dunkel. Dafür schauen Sie mal mit meinen Nasenlöchern an. Das ist das Atmen, nicht wahr? Wenn die kalte Luft reinkommt, wird es dunkel. Und wenn ich hart ausatme, wird es wieder hell. Oder am Boden hier, wenn ich Füße da noch zeige, Schlafstelle. So, was man da jetzt sieht, ist, ich habe die Schuhe ausgezogen. Das sieht man jetzt nicht etwa Schweißabdrücke, sondern sieht man. Das ist eine Spur, die man da sieht. Ich da mache ich meine Socken. Man kann auf diese Art zum Beispiel auch Tiere im Wald sehen oder Soldaten, es gibt ja militärische Anwendungen davon. Man kann auch zum Beispiel in einem Haus sehen, wo die Warmwasserleitungen durchgehen, man kann Isolationsprobleme sehen, man kann sehen, wo Wärme weggeht, die eigentlich drin bleiben sollte, Isolationsprobleme. Man kann umgekehrt auch sehen, wo zum Beispiel Kühlwege durchgehen, wenn man etwas kühlen möchte. Dann kann man sehen, ob ein Kühlschrank gut funktioniert oder nicht. Das sind solche Kameras wirklich ideal dafür. Sie haben auch auf den YouTube-Videos Beispiele, die ich gemacht habe mit Infrarot, etwa die gleichen, die Sie jetzt gesehen haben, wenn Sie das aus der Uhr anschauen möchten. Mein letzter Punkt, Sie haben vorher gesehen, meine Brille war auch jede Sonnenbrille dunkel. Das heißt offenbar, dass kein Infrarot durch so ein Glas durchgeht, offenbar. Jetzt kann man sich fragen, wie funktioniert so eine Linse? Das ist ja auch eine Linse, eine Optik, und die muss ja auch irgendwie die Wärmestrahlung durchlassen. Und das kann keine normale Linse sein, das würde nicht funktionieren. Das ist eine Linse, wenn Sie sie von vorne anschauen, die so ein bisschen glänzt, fast sehen, das ist eine fast metallische Linse, sieht sie aus, das ist eine Germanium-Linse. Germanium, ein Halbleiter, der für sichtbares Licht undurchsichtig ist, aber Infrarot kommt durch. Und entsprechend relativ teuer. So eine Kamera kostet ein paar tausend Franken, je nachdem, welche Qualität sie haben, aber es lohnt sich für gewisse Dinge, die wieder einzusetzen. Heute hat man oft farbkodierte Infrarotbilder dann. Dann sieht man, welche Farbe welcher Temperatur entspricht. Das kann man machen, das ist eine reine Software, die dahinter ist. Eigentlich sind die Infrarotbilder zunächst mal nur hell dunkel. Und hell heißt heiß, hell heißt hohe Temperatur. So. Wir sind jetzt über das Infrarot quasi in einen Bereich gekommen, den man normalerweise in der Physik mit Optik bezeichnet. Jetzt hier eine spezielle Optik, kann man sagen, die in einem Bereich, den man eben nicht so sieht. Ich will noch zwei, drei Dinge zeigen zur Optik an sich. Ist ein großes, interessantes Gebiet. Abschalten. Es gibt in der Optik ja so ein paar einfache Gesetze. Eines davon ist das Reflexionsgesetz, das beim Spiegel benutzt wird. Und ich habe da einen kleinen Spiegel mitgebracht, den man die Wandtafel halte. So. Mit einem Laserstrahl, da ist drauf zünde, dann werden Sie sehen, dass der Strahl hier auf den Spiegel kommt und dann reflektiert wird auf diese Art. Der Weg flacher ist, ist er auch der Ausgangsstrahl flacher. Steiger wird, steigt. Das sind die Gesetze, die Sie kennen, vielleicht vom Billardspiel oder so. Die Kugel kommt auf eine Bande, wird reflektiert, wenn man da gewisses Nachlässigung macht, die Rotation und so, dann wird effektiv nach genau dem Gesetz auch ein Billardspiel funktionieren. Das hat den Newton dazu geführt, vor vielen Jahren, zu sagen, dass Licht eigentlich auch ein Strahl aus Teilchen ist, wie Billardkugeln. Man kann sich vorstellen, dass es quasi eine Art Maschinengewehr, das da Lichtteilchen rausschickt, die werden reflektiert. Man kann damit wirklich die Spiegelgesetze gut erklären damit. Oder man kann auch verstehen, was passiert, wenn so ein Strahl auf eine Linse kommt.
wenn die Linse schmal ist,